So, zweites Video, ein wenig ruhiger. Hallo zu dieser Bauchhörsendung. Und in diesem Video soll es um das Video von Xavier Naidoo gehen, in dem ich so ein paar Unstimmigkeiten gefunden habe, wie zum Beispiel, dass ein geübter Freiredner wie Xavier Naidoo offensichtlich einen Text abliest. Und ich habe mir erstmal einfach gar nichts dabei gedacht, so, aber das, die allererste Empfindung, die ich da hatte, das erste, woran ich denken musste, als ich das Video gestern gesehen habe, war ein Video von Alicia Joe von letzter oder vorletzter Woche, in dem es um Deepfakes ging. Sprich, um Videos, die Menschen, meistens bekannte Menschen, bei etwas zeigen, was sie selber gerade gar nicht tun, sondern irgendjemand anders macht und dann mit entsprechender Software das Gesicht darüber gelegt wird. Und wer da noch irgendwie, für wen das totales Neuland ist, der darf sich gerne das Video von der Alicia mal ansehen. Ich werde das unten drunter verlinken. Und dann stelle ich die Frage, die ich gestern Abend in einer meiner WhatsApp-Gruppen, in denen ich drin bin, gefragt habe, stelle ich hier das einfach auch nochmal. Seid ihr wirklich sicher? So, und ich sage jetzt nicht, dass das nicht ist. Ich sage nicht, dass es ein Deepfake ist. Ich frage, seid ihr sicher, dass es sich hierbei um Xavier Naidoo handelt, den wir sehen? Das Problem, das ich dabei habe, ist, dass ich ihn einfach nicht gut genug kenne. Also ich erkenne sofort natürlich Xavier Naidoo, wenn ich ihn sehe. Aber feinste Kleinigkeiten im Gesicht, die man kennen müsste, um ein Deepfake erkennen zu können. Dass man sagt, Moment mal, der hat doch hier normalerweise mal einen Fleck, wo ist der? Oder sowas halt. Da weiß ich nichts drüber. Da kenne ich sein Gesicht nicht gut genug für. Also wie gesagt, was ich halt eben auch sehr komisch fand, ist, dass jemand wie Xavier Naidoo angeblich offensichtlich nicht mal mehr die Birne zusammengehalten bekommt, um 3 Minuten lang was zu erzählen, wenn er es offensichtlich ernst meint, dass er dann da ablesen müsste. Also das war für mich so, irgendwas stimmt nicht. Und das ist halt auch irgendwas, was ich von etlichen Leuten jetzt gehört habe. Irgendwas stimmt mit dem Video nicht. Ja, vielleicht, weil es ein Deepfake ist. Schaut einfach mal genauer hin. Aber vielleicht tut ihr das mal, bevor ihr euch gerade wieder an diesem allgemeinen Zerreißen dieses Videos und vor allen Dingen Xavier Naidoos gerade beteiligt. Also nicht nur, weil es gerade mal wieder sehr effektiv von uns selber ablenkt. Ich versuche das gerade jetzt so ein bisschen wieder hier in die Richtung zu bekommen, dass wir auf uns konzentrieren. Wie beteiligen wir uns an der Sache? Ja. Hat halt auch wieder irgendwie sehr mit dem Video von gestern zu tun, in dem es um Spalterei ging. Das sind halt so diese Sachen, wo man einfach im Moment ein bisschen besonnener mit umgehen sollte. Also ich stelle die Frage hier einfach mal in den Raum. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt und ob ihr vielleicht ähnliche Gedanken hattet oder ob ihr das widerlegen könnt. Sowohl, also entweder, dass es ein Deepfake ist oder dass es kein Deepfake ist. Aber dann hätte ich gerne mehr als einfach nur eine Meinung gesehen, sondern dann will ich wissen, warum ihr das wisst, wenn das irgendwie geht. Hätte ich gerne. Dankeschön. Und tschüss mit F. Macht gut. Ich bin schon wieder mit der Maus das iPad am Bedienen. Ich bin Künstler hier. So. Da muss man das machen. Tschüss.